herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk aus dem Festspielhaus in Bregenz. Heute dürfen wir Ihnen eine sehr bekannte, prominente Vorarlberger Firma präsentieren, und zwar die Firma Omicron mit ihrem Geschäftsführer, Herr Pfanner. Herzlich willkommen im Festspielhaus. Guten Tag. Herr Pfanner, die Firma Omicron, in Vorarlberg natürlich ein Begriff. Vielleicht können wir den österreichischen Zusehern noch erklären, was macht Omicron Electronics? Omicron ist ein mittlerweile nicht mehr ganz kleines, ein mittelgroßes Technologieunternehmen. Und wir spezialisieren uns auf Prüfsysteme für elektrische Energieversorgungssysteme. Leisten also mit unseren Produkten einen Beitrag zu einer sicheren elektrischen Energieversorgung. Wie kann man sich das vorstellen? Das kann man sich so vorstellen, dass bei uns Entwicklungsarbeit gemacht wird in Hardware und Software, also Elektronik und Software für spezialisierte Prüfsysteme, wo wir beispielsweise elektrische Energiezähler oder Schutzeinrichtungen, Schutzrelais, Transformatoren, Übertragungsleitungen und dergleichen überprüfen. Jetzt sind Sie als Österreichs bestes Unternehmen ausgezeichnet worden. Ich nehme an, das war für Sie eine riesengroße Auszeichnung. Es war für uns eine schöne Bestätigung unseres eingeschlagenen Weges, eines Weges, in dem wir uns sehr stark auf unsere Mitarbeiter fokussieren, ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeiter sich wohlfühlen und zu Höchstleistungen auflaufen. Jetzt haben Sie den Standort in Klaus. Warum gerade in Klaus? Unser Gründer Rainer Aberer ist in Hohenems, auch im Vorarlberger Rheintal, geboren und aufgewachsen und hat dort im Keller seines Elternhauses das Unternehmen gegründet. Wir sind dann, als wir gewachsen sind, zweimal umgezogen von Hohenems nach Altach und haben dann einfach im Rheintal, im näheren Einzugsgebiet, einen günstigen, geeigneten Standort gesucht und haben den in Klaus gefunden. Jetzt haben Sie das Stichwort Herr Aberer ins Gespräch gebracht. Die Firma Omicron, eine wirkliche Erfolgsgeschichte, aber mit einer tragischen Geschichte auch. Herr Aberer verunglückte tödlich. Ich nehme an, das war ein riesiger Schicksalsschlag für die ganze Firma. Das war ein sehr herber Verlust. Wir waren letztes Jahr eigentlich aufs Feiern eingestellt, da wir 25-jähriges Firmenjubiläum im letzten Jahr hatten. Und im Juni hat uns dann die tragische Nachricht erreicht, dass Rainer zusammen mit seiner Gattin Sharon bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückt ist. Wie haben Sie das persönlich wahrgenommen? Mich hat es sehr tief getroffen, nachdem ich mit Rainers über sehr viele Jahre freundschaftlich verbunden war und wir die letzten 20 Jahre miteinander, mit anderen gemeinsam das Unternehmen aufgebaut und entwickelt haben. Und ich habe einen ausgezeichneten Freund und auch in vielen Dingen einen Mentor verloren. Aber er lebt weiter in Ihrem Unternehmen bei Omicron. Die Philosophie von ihm wird weitergetragen. Das kann man also mit vollem Herzen sagen. Das war im letzten Jahr sehr deutlich spürbar, dass die Philosophie, die er dem Unternehmen gegeben hat, sehr stark weiterlebt. Und er hat es auf unnachahmliche Weise geschafft, das im Prinzip auf viele Köpfe zu verteilen und nicht, wie es in vielen anderen Familien- oder gründergeführten Unternehmen so ist, dass das alles nur mit der Person des Gründers verbunden ist. Und in diesem Sinne hat er auch bereits vor 10 Jahren, im Jahre 2000, die Führung des Unternehmens an mich und ein Führungsteam übergeben und sich dann eher so in die zweite Reihe zurückgezogen und sich neuen Ideen wieder gewidmet. Also wenn man die Firma Omicron kennt, wenn man das Gebäude sieht, dann ist auffällig, es gibt dort Kletterturm, es gibt vieles mehr für die Mitarbeiter. Wie muss man sich das vorstellen? Können die Mitarbeiter an einem Arbeitstag sich Timeout nehmen und auf die Kletterwand klettern, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, diese Freiheit hat jeder Mitarbeiter, und es wurde mir auch schon oft von Mitarbeitern zurückgespielt, wie sehr sie sie schätzen, dass sie auch während der Arbeitszeit einmal ausstempeln können und sagen, ja, ich nütze jetzt das Fitnessstudio am Vormittag von 10 bis 11 Uhr und bin dafür am Abend eine Stunde länger da und ich kann mir meinen Tagesablauf gestalten, wie es in meinen Lebensplan hineinpasst. Das wird sehr geschätzt. Also die Mitarbeiter können ihren Tag persönlich auch flexibel gestalten? Ja, bei uns herrscht große Flexibilität, nicht nur was die Arbeitszeit anlangt. Auch sonst schauen wir, dass wir das Unternehmen mit möglichst wenig Regeln und Gesetzen gestalten,
sondern dass wir sehr stark auf Eigenverantwortung unserer Mitarbeiter bauen. Ist es für Sie wichtig, dass Sie die Mitarbeiter alle kennen? Ist für mich schon wichtig. Persönliche Beziehungen sind das Um und Auf. Jetzt weiß ich aus den Recherchen, Ihnen liegt auch die Vision Rheintal am Herzen. Was steckt da dahinter? Gut, das ist von mir mehr ein privates bürgerliches Engagement. Mir liegt die Region sehr am Herzen. Ich habe immer wieder festgestellt, was wir hier an Schatz haben. Unser Lebensumfeld ist einzigartig, sucht seinesgleichen auf der Welt. Und gerade wenn man viel reist, stellt man das immer wieder fest. Und hier gilt es einfach, dieses Umfeld zu erhalten. Und auch von der wirtschaftlichen Seite her schauen, was sind eigentlich unsere Erfolgspotenziale für die Zukunft, welche Visionen können wir entwickeln, dass sich die Region mit dieser sehr guten Ausgangsbasis, die sie hat, gut weiterentwickelt. Verbringen Sie Ihren Urlaub auch im Rheintal? Sehr oft. Sehr oft? Ich bin also kein Mensch, der jährlich seinen Urlaub irgendwo auf der Welt machen muss. Ich komme mehr geschäftlich herum als privat über Urlaubsreisen und es gibt vielleicht alle 3-4 Jahre mal dann wirklich einen gebuchten Urlaub, wo ich mit meiner Familie weiter wegfahre. Aber ansonsten ist es fast nirgends so schön wie bei uns. Im Ländle. Bis auf manchmal das Wetter, das wird ja auch vielfach auch eingebracht. Die Wettersicherheit ist nicht so da im Sommer. Aber es gibt so viele schöne Betätigungsmöglichkeiten bei uns im Lande, ob es die Berge sind, ob es der See ist. Da muss man nicht in die Ferne schweifen. Jetzt sind Sie Geschäftsführer von einem Unternehmen mit über 400 Mitarbeitern. Woher nehmen Sie die Kraft, woher nehmen Sie die Energie? Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Gut, einmal zur Kraft und Energie. Wir sind natürlich bestrebt, auch die Arbeit so zu gestalten, dass sie nicht nur belastend ist, sondern dass da auch Energie zurückfließt von den ganzen Interaktionen, die man mit den Mitarbeitern, Kollegen hat, mit den Kunden. Das sollte also nicht nur kräftezehrend sein. Und doch ist es sehr oft eine sehr vor allem zeitlich belastende Tätigkeit. Und für mich ist der Ausgleich ganz eindeutig meine Familie. Dann die Musik. Musik spielt eine wichtige Rolle bei mir. Ich bin also kein großartiger Musiker, aber ich singe sehr gerne. Ich spiele gerne, ob das jetzt Flöte ist oder Klarinette, Saxophon, etwas Gitarre. Und das gibt viel Energie und ansonsten ist es die Bewegung in der Natur. Also bei Ihnen hat man das Gefühl, die ganze Firma ist eine Familie. Ja, wenn Sie es nehmen, so wie eine normale Familie, wo es halt normal und menschlich zugeht, einmal auch kracht, wieder mal Harmonie herrscht, man einfach miteinander lebt. Und das ist ja auch so an jedem Arbeitsplatz. Man verbringt sehr viel Zeit miteinander und es ist ein guter Teil des Lebens, den man an einem Arbeitsplatz verbringt. Ich würde mich jetzt nicht versteigen, dazu zu sagen, das ist eine Familie und ersetzt eine private Familie. Es hat eine Firma, ein Arbeitsumfeld, eine völlig andere Funktion als eine private Beziehung und eine private Familie. Aber trotzdem alles sehr familiär. Das ist es und ich bin sehr stolz drauf und freue mich, dass es uns gelungen ist, dieses familiäre Klima auch in das doch etwas größere Unternehmen hinüber zu retten. Wenn ich mich zurückerinnere, vor 20 Jahren, als ich begonnen habe, war gerade mal zu fünft. Und wir haben damals gedacht, also mehr als 20 sollten wir nicht werden, weil dann geht uns unsere Kultur verloren. Jetzt sind wir doch über 400 und es ist sehr gut gelungen, diese Kultur am Leben zu erhalten und auch weiterzuentwickeln. Dann schauen wir noch etwas in die Zukunft. Wie sieht die Zukunft von der doch visionären Firma Omikron aus? Ja, wir werden alles daran setzen, uns gesund und nachhaltig weiterzuentwickeln, so dass es auch künftig Omikron weltweit als attraktiver Arbeitsplatz gesehen wird, der vielen Mitarbeitern eine Perspektive gibt und wo auch Kunden rund um die Welt sagen, das ist im Prinzip unsere erste Ansprechadresse, wenn es um Problemlösungen im Bereich geht, wo wir tätig sind. Und gerade die Branche, in der wir tätig sind, im Bereich der Energieversorgung, glaube ich, hat Zukunft, weil Energie wird immer gebraucht werden. Und uns werden die Ideen noch lange nicht ausgehen, was wir dort noch anstellen können. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Zusammenarbeit bei diesem Gespräch. War sehr interessant. Danke, dass Sie hier zu Gast waren. Herzlich gerne.